Andere Hersteller für Frequenzumrichter haben schon beim Start des Projekts abgewunken, haben gesagt, dass sie diese Herausforderung nicht bewältigen können in Bezug auf den High-Torque-Antrieb. Die Puma N ist seit Mitte des Jahres auf dem Markt, findet wachsende Begeisterung am Markt, da wir die Chargenzeiten von rund 60 Minuten, wo man jetzt in der Textilpflege unterwegs ist, auf rund 40 Minuten verkürzen konnte. Multimatic ist Gesamtausrüster für die Textil- und Wäschereibranche. In dem Bereich Textilreinigung sehen wir uns als Marktführer an. Wir beliefern die Textilreinigung mit Wäschereimaschinen, mit Textilreinigungsmaschinen, mit der kompletten Finish-Abteilung, die drumherum gehört, mit 24 Stunden Ein- und Ausgabesysteme. Und unser Hauptschwerpunkt liegt in Textilreinigungsmaschinen. Mein Name ist Sven Brissert, ich bin leidenschaftlicher Techniker. Ich bin seit über 10 Jahren im Unternehmen Multimatic aktiv und habe vor gut 2 Jahren die technische Leitung übernommen. Wir sind angefangen mit einem weißen Blatt Papier, um eine neue Maschine zu konzipieren. Aufgrund der vorhandenen Lösemitteldiskussion, die in der Branche unterwegs ist, dass man die Maschine optimal auf die Waren und die Lösemittel entsprechend anpassen kann. Wichtig war natürlich die Effizienz der Maschine, die Bedienfreundlichkeit und die leichte Einbringung in die Läden vor Ort. Ja, es ist eigentlich, weil wir auf einem weißen Blatt Papier gestartet sind, eine Vielzahl von Innovationen untergebracht worden. Die Hauptinnovation ist der High-Torque-Antrieb, der die Trommel direkt antreibt, weil darüber verschiedene Parameter, was Lösemittel, Warenschonung angeht, entsprechend erreicht werden konnten, die vorher in der Textilbranche überhaupt nicht angefasst werden konnten. Andere Hersteller für Frequenzumrichter haben schon beim Start des Projekts abgewunken, haben gesagt, dass sie diese Herausforderung nicht bewältigen können in Bezug auf den High-Torque-Antrieb, in den Parametern, wie wir ihn einsetzen. Und die Firma KEB war dann quasi ab der ersten Minute mit eingebunden, zusammen mit dem Motorenhersteller entsprechend unsere Wünsche umzusetzen. Und das war möglich aufgrund des neuen Frequenzumrichters aus ihrem Haus, dass wir alle unsere Wünsche entsprechend unterbringen konnten und somit die Puma N eigentlich auch zum Erfolg gekommen ist. Also die Zusammenarbeit mit KEB funktioniert hervorragend, da man auf einer hohen technischen Ebene miteinander spricht, die Ideen und Wünsche von Multimatic seit Jahrzehnten bekannt sind. Und wir sind froh, einen starken Partner an der Seite zu haben mit KEB. Die Kunden sind begeistert, was die Antriebstechnik angeht, dass die verschiedene Warenschonungen gefahren werden kann. Von Soft über Normal über Hard sind die verschiedenen Modis, die gefahren werden können und dass man das entsprechend der Garderobe anpassen kann. Aufgrund der optimalen Leistung der Firma KEB zusammen mit dem Motorenhersteller konnten der High-Torque-Motor die Erwartungen noch übertreffen, sodass wir Chargenzeiten um rund 40 Minuten fahren. Bei bisherigen Maschinen haben wir Chargenzeiten um rund 60 Minuten gefahren. Das heißt, dass der Endverbraucher 20 Minuten pro Charge einspart und somit entsprechend die Maschine sehr effizient nutzen kann.